habe nur Scheiße im Kopf gehabt. Und ich habe mir keine Gedanken über meine Zukunft gemacht. So. Wir hätten damit gerechnet, dass ich abgeschoben werde. Ich bin doch Deutscher. Das sieht nicht so aus, ich weiß. Und jetzt sitze ich hier, ohne nichts. Kann die Sprache nicht. Sag mir ein paar Wörter, die ich nicht kenne auf Serbisch. Dobar dan. Guten Tag. Šta radiš? Was machst du? Šta ima novo? Was gibt's Neues? Hast du Kinder? Imaš li decu? Hast du Kinder? Cassandra. Als ich das erste Mal im Gefängnis war, hat mich das nicht so wirklich gejuckt. Da war ich noch jung. Jeder von meinen Freunden war immer für kurze Zeit im Gefängnis. Man sagt ja, diese Erfahrung muss man gemacht haben. Wenn man alles zusammenzählt, dann war ich knapp 3,5 Jahre im Knast. Ich versuche natürlich erstmal jeden legalen Weg, mein Leben auf die Reihe zu bekommen. Aber das hier ist eine ganz andere Welt. Man muss hier irgendwie kriminell werden, um über die Runden zu kommen.